Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, diesmal mit einem neuen Headset und ja, ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt. Sorry, wenn es ein bisschen zu laut ist, aber ich habe schon bei 20%. Und ja, wir möchten einen neuen Charakter machen, nämlich unseren Barbaren, den ich schon lange angekündigt habe. Und eigentlich, da ich immer Barbaren nehme, ja, dass wir einen haben, weil es meine Lieblingsklasse ist. Also wir nehmen einen Hochelf, weil der hat am meisten Verfassung. Wir wollen schon ein bisschen etwas aushalten. Wir machen genug Schaden. So, noch braune Augen, wie ich habe. Ich mag da diese Haare am liebsten. Haarfarbe machen wir schwarz. Einen Bart nehmen wir. Ja, machen wir so. Hautfarbe machen wir. Ja, das ist ein bisschen zu dunkel. So, mittel. Und wir machen uns groß. Hier haben wir Verfassung. Jetzt hoffe ich, dass der Name geht, sonst machen wir einfach ein LP oder so. Ja, er geht nicht. Wenn wir... Wir heißen Drago Basel LP, damit jeder weiß, ich bin der Let's Player. Ich bin der gefürchteste aller Aufnehmer und werde alle Bösartigkeiten aufnehmen und im Internet veröffentlichen. Schlimm so etwas. Extrem schlimm. Also. Der gibt uns keine Quest, das ist nur der Hilfe Berater da Dingsbumsi. Ich muss mich zuerst mal ein bisschen an den, also an die Muscheln, Hörmuscheln gewöhnen. Erstens, sie drücken extrem und zweitens, man hört kein Umgebungsgeräusch, also auch meine Stimme auch nicht so gut. Und dann, ja, muss ich zuerst gewöhnen, ohne meine eigene Stimme zu reden. Und ja, habe ich wahrscheinlich am Anfang ein paar Problemchen. Aber das wird sich dann wieder ein bisschen abschwächen. Also, meine Stimme wird dann wieder ein bisschen besser. Wir müssen nur einen Schlag machen und dann zählt es schon. Sodele. Der Barbar wurde scheinbar ein bisschen beliebter jetzt, als die Schützen ein bisschen genervt wurden. Für mich gut, weil ich ja den Barbar schon ein bisschen gut spielen will, ohne dass ich ganze Zeit von den Schützen kaputtgeschlagen werde. Und ja. Und die Magier waren, die wurden sogar ein bisschen gebufft, glaube ich. Weiß auch nicht. Seit dem letzten Mal, wir haben ja im Herbst einen Barbaren gespielt, relativ. Ja, also nicht so viel. Das ist war unsere meine Klasse, wo ich Items gesucht habe und leider nicht viel gefunden habe und da mal auf den Schützen gewechselt habe vom Mager. Und der war ja auch nicht sehr erfolgreich, da er nicht so viel Schaden machte und relativ wenig aushielt.
Aber jetzt spiele ich wieder den Krieger, also Barbaren, und werde natürlich den Beschwörer ab und zu auch wieder spielen. Vielleicht auch mehr, je nachdem. Aber eventuell geht es nicht mehr, aber der Grund sage ich dann, wenn es soweit ist. Und das Problem ist einfach, in unserer Gilde hat es zu viele Beschwörer und ich habe so nicht viel zu tun. Das mag ich nicht. Und wir wollen so ist der Angreifer sein. Wir wollen ganz vorne mit dabei sein. Und alle töten, die uns in den Weg kommen. So. Und hier abgeben. Ja, haben wir ein Schwert bekommen, genau. Dann nehmen wir doch das Schwert. Und trainieren hier mal Schwertkampf. Können wir noch nicht viel trainieren. Ja, genau, Übungspuppe. Dann greifen wir mal die Übungspuppen an. Ah, das ist recht schwer zu reden. Hier mal die Spezialattacke einsetzen. Mit 4 kann man noch irgendwas. Lol, ich hab die Waffen. Ah. Ja, genau. Nimm sie wieder raus. Ja, mal schauen, wie sich das Headset bewährt. Gebt mir bitte ein bisschen Feedback, wie es sich so anhört, und ja. Es war ein recht teures, also müsste die Qualität aber auch stimmen. Ja, die geht ein wenig länger. Ah, ich muss nicht... Ich muss nur die 4 drücken, komm schon. So, genau. Mach jetzt. Hallo, greif an. Muss schon angreifen. Auch wenn ich kein Mana habe. Wie ich viel Damage mache. Richtig cool. Ah, willst du mal kaputt gehen? Das ist ja schlimmer als ein Boss. Und dann weicht er noch aus die ganze Zeit. Nicht gut. So, Dele. Jetzt hört ihr auch mal ein bisschen mehr vom Ingame-Sound. Ich hoffe, er ist genug leise oder laut. Bei dem haben wir noch eine Quest. Ah ja, genau, das ist right hier. So, jetzt müssen wir hier noch zum Reittierhändler. Nein, das machen wir noch nicht. Solange als wir hier am Anfang sind, machen wir das noch nicht. Weil wir noch nicht so laufen müssen. Weil es ist 3 Tage begrenzt, glaube ich. Und ja, das wäre sonst schade. Aber eigentlich könnte ich direkt ein Reittier kaufen. Mal schauen dann. Und dann auch mal schauen, ob wir ein Kostüm nehmen. Oder ob wir irgendwo Haare färben oder so. Mal schauen. Können wir gleich mal
Also ein Pferd möchte ich schon gerne eins noch haben, das ich von einer Box bekomme. Ja, die sind schon recht teuer hier, Kriegsrösser. Aber irgendwie passen die auch nicht ganz so. Das würde schon am besten passen. Ja, das schauen wir dann später. Kleidung. Ninja, nee. Albtraumkostüm, nein. Ja, gibt leider nicht so anständige Kostüme. Das sieht aus. Beim Mann. Bei der Frau sieht so geil aus. Pirat. Wenn dann Pirat, aber das ist viel zu teuer. Dann schon lieber Rüstungsfarbe oder so mal ausgeben. Aber erst wenn wir Level 60 sind und mal eine anständige Rüstung haben, die uns so schnell nicht eine neue, also dass wir nicht so schnell eine neue bekommen. Weil sonst bringt es ja wieder nichts, dann ist die Farbe wieder weg und alles umsonst. So, Neutralisationstrank. Du kommst mal hier hin. Und dorthin, so. Nochmals eine Quests annehmen. Und auf den Duckfall. Duckfang. Sieht schon geil aus. Ah, hier. Sodele. Und jetzt noch zum Dranaberg, so. Genau. Können wir hier hoch. Schön. Aber jetzt müssen wir kämpfen, also runter vom Reittier. Und kloppen. Die machen, wenn sie blau sind, noch sehr Schaden, aber wenn sie grün sind, machen sie nur schon. Lustig.